In diesem Vortrag soll es aber nicht direkt um Josen gehen, obwohl Josen auch noch eine Rolle spielen wird, sondern ich möchte ein kleines anderes Projekt von mir vorstellen. Und zwar geht es darum, um die Idee, halt einen komplett neuen Editor aufzusetzen, der nur mit JavaScript, also HTML-Features, funktioniert im Browser. Ja, und also erstmal möchte ich nochmal darstellen, was daran jetzt interessant sein, warum man sowas braucht. Dann Projekte vorstellen, die diesen Ansatz schon verfolgen. Und das zum Teil also unter Einschränkungen halt erfolgreich implementiert haben und andere, die halt nur so Fallstudien sind. Dann würde ich gerne meinen eigenen Prototyp vorstellen, der halt so auch in Ansätzen funktioniert, sage ich mal. Und schließlich noch ein bisschen darauf eingehen, auf die Webtechniken, die dahinter stecken, dahinter stehen und vielleicht auch noch mal zu den Details von der Implementierung von meinem Programm. Also erstmal dieser Begriff HTML5-Editor, was soll das? Also HTML5 ist ja so ein Buzzword, was nicht so ganz klar definiert ist. Also im Prinzip ist das ja alles, was nach HTML4 kommt sozusagen und halt neu ist. Ne? Also das würde man jetzt so grob als HTML5 bezeichnen. Und der Edit, die Idee ist, also man möchte etwas haben, was im Browser funktioniert, aber nicht halt auf irgendwelchen Plugins basiert, wie jetzt zum Beispiel Flash, Java oder meinetwegen Silverlight. Also zum Beispiel der Potlatch 2, der benötigt ja Flash. Und also das zeichnet sich halt dadurch aus, dass das halt in so einer Box halt immer funktioniert und dass man auch als User erstmal dieses Flash-Plugin braucht. Also die meisten haben das installiert, aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und zum Beispiel Java, da gibt es auch den in JOSM so ein Applet, allerdings funktioniert das noch nicht so prickelnd, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und des Weiteren geht es halt darum, dass man einen vollwertigen Editor hat, der also nicht nur jetzt, wo man einmal klickt und dann den Namen von so einem Objekt ändert, sondern ich möchte gerne auch, weiß ich nicht, jetzt irgendwelche Wege zeichnen oder irgendwelche komplexeren Änderungen. Das sollte prinzipiell drin sein. Und die Frage ist, was sind sozusagen die Voraussetzungen, damit man sowas kreieren kann? Es gibt bereits auf diversen Seiten eigenständige Versionen von Potlatch 2, die sind dann immer ein bisschen angepasst. Also meistens haben die Leute dann da die Vorgaben verändert und den Map-Style ein bisschen verändert. Beispielsweise auf der Wanderreitkarte kann man dann besonders die Features von den Presets rüberziehen, die einen da interessieren in diesem Aspekt. Und ich stelle mir das so vor, dass es also noch Anwendungen gibt, die das viel stärker fordern, dass man so einen Editor halt auf eine ganz spezielle Weise adaptiert. Also beispielsweise gibt es ja auch einige Dinge im OSM-Umfeld, wo es dann diesen JOSM Remote Plugin Link gibt. Das heißt also, dass man beispielsweise bei einer Qualitätssicherung dann direkt dorthin springt im Editor und sich diese Features, diese Objekte lädt, das dann gleich vor Ort fixen kann und rüberschieben. Ich würde mir das jetzt so vorstellen, dass man halt nicht über ein Remote-Plugin dann irgendwie so einen externen Editor öffnet, sondern dass, wenn man jetzt auf einer Webseite ist und da jetzt irgendwelche Sachen geladen hat, dann klickt man da irgendwo hin und dann öffnet sich halt einfach so ein Fenster, wo man dann angepasst direkt mit dem richtigen Style und was weiß ich, mit irgendwelchen Zusatzinformationen versehen, dann das Wesentliche sieht und dann absegnen kann und gleich hochladen. Das Gleiche bei Importen, also es wurde gestern, kam es, glaube ich, auch schon mal zur Sprache, dieser Wikipedia-Import. Da geht es ja zum Beispiel darum, dass man halt die Sachen mit Wikipedia verknüpft und da diese Übersetzungen der Namen noch einfügt. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo man dann relativ direkt da so eine angepasste Version von dem Editor, so eine abgespeckte Version vielleicht bräuchte, um das ein bisschen halt anwenderfreundlicher zu gestalten. Also dadurch, dass wir auf das Flash-Plugin verzichten,
haben wir halt die Möglichkeit, das ein bisschen stärker mit der Webseite zu verzahnen. Also das sind ja dann alles Elemente, die sozusagen sich gegenseitig verstehen. Des Weiteren gibt es auch, so habe ich gehört, halt mobile Geräte, die eigentlich die auch Flash nicht unterstützen. Und da würde ja zum Beispiel Potlatch 2 nicht drauf laufen. Das wäre sozusagen eventuell möglich, das dann darauf zu nutzen. Also könnte natürlich sein, dass das eine bessere Methode ist, direkt jetzt für Android oder iPad, iPhone da native Apps zu programmieren und das ein bisschen zu pushen. Aber wenn das jetzt dabei noch abfällt, ist ja auch nicht weiter tragisch, dass man dann auch auf solchen Geräten eventuell besser editieren kann, als es jetzt der Fall ist. Des Weiteren, dadurch, dass man halt auf diese HTML-Sache setzt, sind alle Bibliotheken und Ansätze, die man jetzt in diese JavaScript-Richtung schon hat, eventuell noch nutzbar. Beispielsweise das Open Layers-Projekt könnte man relativ bequem einbinden, was ich auch gemacht habe. Und die Bibliotheken lassen sich halt ganz gut kombinieren, was jetzt mit Flash zum Beispiel gar nicht gänge, jetzt da Open Layers irgendwie reinzubauen. Beispiel, also Potlatch 2 kann zurzeit ja noch keinen WMS anzeigen im Hintergrund. Und dadurch, dass man jetzt zum Beispiel Open Layers einsetzt, würde das einfach, hätte man das gratis dazu. Ne? Da bräuchte man nicht noch groß rumentwickeln. Ein weiteres Argument dafür, was für mich dafür spricht, ist, dass man eigentlich nicht bei Null anfängt. Also es ist ja mal so die Frage, möchte man jetzt wirklich da ganz groß was neu aufziehen? Bindet das nicht viel zu viele Entwicklerressourcen, die man woanders sinnvoller einsetzen könnte? Und für mich ist es halt so, dass man da nicht bei Null anfangen kann, weil es gibt da so Tricks, wie man die JSON-Quelltexte geschickt nutzen kann. Und das war für mich auch interessant. Darauf werde ich noch später zu sprechen kommen. Und außerdem halt, es ist ziemlich interessant, so die ganzen neuesten, die Schickimicki von den Web-Features mal sich anzuschauen. Und deshalb fand ich das auch technisch relativ reizvoll. Jetzt möchte ich mal stellvertretend für die Projekte, die es vorher schon gab, also mal den Amenity-Editor kurz anreißen. Und zwar beschränkt der sich darauf, dass man jetzt einzelne Nodes, also Nodes, die irgendwie getaggt sind, angezeigt bekommt. Dann kann man halt draufklicken und dann die Tags bearbeiten. Man kann die Dinger auch verschieben oder neue einfügen. Aber was halt noch nicht geht, ist jetzt beispielsweise ein Restaurant hat das auf einem Way getaggt ist, auf so einem geschlossenen, auf einer Fläche. Ich glaube, das funktioniert noch nicht, aber das sollte im Prinzip, prinzipiell sollten da jetzt keine Hürden sein, das einzubauen. Und der beschränkt sich halt bewusst darauf, dass man keine Linien editiert, also Ways. Und in dem Rahmen funktioniert das Ding halt einwandfrei. Das ist halt ein vollständiges Projekt und ist gut umgesetzt. Also als Detail am Rande, da benutzt halt dieses OAuth, um sich da Zugang zu dem Account zu verschaffen. Und das Ganze ist im Java Spring umgesetzt. Jetzt zu Ansätzen, die versuchen halt auch mit Linien zu arbeiten. Da gibt es einmal das Projekt GuidOSM von James Michael Dupont. Das ist auch, sag ich mal, relativ rudimentär in dem Zustand, wie es jetzt ist. Was er halt gemacht hat, ist mit JOSM und GUID halt so weit getrieben, dass man halt Daten rendern kann über SVG. Und dieses GUID-OSM war halt auch für mich jetzt eine Inspiration, weil ich sehr ähnliche Wege da auch gehe. Allerdings hat da ist eine gewisse technische Aspekte, die mich bewogen haben, halt das nochmals von vorne anzugehen. Dann gibt es da noch den SVG Map Editor. Das ist auch so eine Art Proof of Concept. Es ist direkt in JavaScript verfasst und sorgt dafür halt, dass man irgendwelche Daten bekommt an einem bestimmten Punkt. Und die werden dann halt in
also in SVG auch umgesetzt und angezeigt, aber mehr kann man mit dem Ding bisher noch nicht machen. Also es ist jetzt noch kein Editieren oder was auch immer. Also GWT OSM und SVG Map Editor beschränken sich halt bisher auf die Anzeige und Funktionalität ist bisher noch nicht gegeben. Jetzt möchte ich mal mein eigenes Projekt zu sprechen kommen. Das habe ich jetzt mal vorläufig Browser Editor Based on JOSM genannt, also B-Boy. Aber dem Namen kann sich noch was ändern. Und was der also kann, ist Daten erstmal vom OSM-Server holen. Dann schon mit gewisse Mausinteraktionen habe ich eingebaut und zwar versucht, das ein bisschen Potlatch 2-mäßig nachzuempfinden mit dem Klicken. Und man kann halt Wege erstellen, verschieben und auch den Upload, also zum Server hochladen und Bing-Bilder im Hintergrund anzeigen. Und das möchte ich direkt mal live präsentieren. Also das nicht über der URL wundern, also das ist jetzt auch ein externer Server, also das habe ich jetzt nicht lokal geladen. Dann kann ich jetzt hier mal klicken. Also ich habe jetzt auf den Runterladen-Button geklickt. Er sagt mir, okay, das ist ja also noch so ein bisschen mit Debug-Code verknüpft. Jetzt sehe ich halt, hier sind ein paar Daten gekommen. Ich zoome mal dahin. Okay. Dann kann ich hier mal rauszoomen und mir Hintergrundbilder anzeigen lassen. Also nicht über diese Datenwohner, sieht ein bisschen krumm aus, das ist nicht der normale OpenStreetMap-Server, sondern das ist halt diese Development-API. Ne? Und da liegen halt andere Daten. Und also bei den Buttons, da braucht ihr nicht genau zu gucken, also einige sind da auch jetzt nur so als Platzhalter angebracht, also ich präsentiere mal alles, was sozusagen geht. Also hier kann man den Bing-Hintergrund sich anzeigen lassen und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel mal Not setzen. Okay. Lässt sich verschieben halt. Dann kann ich hier einen Weg bauen und ja, den könnte ich beispielsweise auch verschieben dann oder einzelne Nodes noch weiter verschieben. Also das ist im Prinzip so diese Mausinteraktion und das läuft halt, also das ist jetzt kein Flash oder irgendwas, das läuft halt so alles in JavaScript. Ne? Und also Tagging kann man noch nicht setzen, aber das sollte prinzipiell jetzt kein Problem sein. Dann kann ich hier mal auf Upload klicken. Also er sagt mir jetzt 8 Objekte will er uploaden. Also das sind diese Nodes und ein Way, also dieses, was ich so runtergeladen habe. Das würde er jetzt nicht nochmal hochladen. Gucken, ob er was macht. Das ist ja der Vorführeffekt. So. Dann schauen wir mal, ob er das angenommen hat. Also hier sieht man in der Liste der Change Sets, hat er hochgeladen, also hat funktioniert. Und wenn man jetzt neue Objekte erstellt, dann ist es ja immer so, dass die erstmal noch zu, dann vom Server noch eine ID zugewiesen bekommen, aber ich kann jetzt auch zum Beispiel hier den nochmal verschieben, zweites Mal hochladen und würde jetzt also auch auf die eine Version 2 erstellen können mit dem Editor, also der muss jetzt nicht nochmal neu hochladen. Also das sind im Wesentlichen die Funktionen, die ich jetzt habe. Eingebaut habe.
Und halt. Ja, also das Ding ist bisher, also steht auf GitHub und ist GPL2 lizenziert. Also jetzt möchte ich nochmal auf so Techniken eingehen, ja, die zum, also diese HTML-Features, die man da so nutzen kann und was wirklich essentiell ist. Also es gibt viele Sachen, die halt, wie man sagen könnte, das ist Spielerei, aber diese Sachen, die jetzt wirklich nötig sind, das ist nämlich dieses dynamische Zeichnen. Also dass man jetzt Linien auf dem Client malt, das ging vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht. Also man möchte jetzt, wenn ich jetzt mit der Maus klicke und eine Linie male, dann soll die auch erscheinen im Browser. Und es kann ja nicht sein, dass er dann das zurück an den Server schickt, dieses Maus-Event, und dann da ein Bild rendert und das dann zurückschickt an den Client. Das würde viel zu lange dauern. Also man muss schon irgendwas im Browser haben. Und die Lösung dafür ist, dass man entweder das Canvas-Element benutzt oder halt SVG, Scalable Vector Graphics. Beides funktioniert. Der Unterschied ist halt beim Canvas, das ist halt so eine Zeichenfläche, die man bemalen kann und ist relativ low level. Man sagt ihm halt so eine Operation, was er da machen soll. Beim SVG ist das so eine Beschreibungssprache für geometrische Formen in XML und macht der Browser einiges. Also der ist halt ein Standard, der auch wo die Objekte sich per CSS stylen lassen. Man kann sogar Animationen machen und sowas. Und weil das halt so essentiell ist, habe ich mal geguckt, wie ist denn die Browserunterstützung überhaupt für Canvas? Und das ist jetzt halt meine Übersicht. Also hier sehen Sie die Jahre und wie man erkennen kann, ist so ab Mitte 2006 unterstützen eigentlich alle gängigen Browser das Canvas-Element. Also mit der Einschränkung, dass beim Internet Explorer der unterstützt das erst ab 2011 irgendwie und dann auch nur ab Windows Vista, also Windows XP hat man keine Version 9 vom Internet Explorer, wie man vielleicht weiß. Und der Internet Explorer hat aber so eine eigene Spezifik, also die haben sich was selbst ausgedacht, dieses VML. Das hat nie so richtig einer benutzt, aber das war halt lange in dem Internet Explorer drin und das kann man eigentlich auch dafür benutzen. Also das ist was Ähnliches. Das ist auch sozusagen ein Vorgänger von SVG im Prinzip. Und so gesehen ist eigentlich, dass man die Schlussfolgerung, dass man eigentlich problemlos jeden modernen Browser oder jeden Browser, den man erwartet, eigentlich unterstützen könnte. Hier mal ein Codebeispiel, weil das aussieht mit der Canvas. Also man hat hier in HTML macht man einfach nur so einen kurzen, also ein kurzes Canvas-Tag, das ist relativ knackig. Und dann im Skript würde man jetzt hier halt zum Beispiel, um dieses Hot-Logo zu erzeugen, würde man hier einmal so einen Pfad einfach zeichnen. Man sagt ihm hier die Farbe, dann von hier, geh nach da und da, dann füllt das mit der roten Farbe. Hier, um den weißen Kreis zu zeichnen, macht man hier einfach einen Radius und die Farbe. Und um dann diese Schrift zu malen, würde man ihm einfach sagen, hier nimm diese Schrift, diese Schriftfarbe und zeichne jetzt den Text HOT an diese Stelle. Fertig. Jetzt nochmal zu SVG. Da ist diese Unterstützung eigentlich relativ ähnlich. Also wieder das Internet Explorer-Problem, wo wir halt diese Ausweichmöglichkeit haben. Und dann auch wieder so ab Mitte 2006 haben die anderen Browser eigentlich alle SVG-Unterstützung. Also den Browser, den ich hier nicht aufgeführt habe, ist der Chrome. Der fällt sozusagen unter Safari, weil die im Prinzip die gleiche Engine benutzen. Und deshalb halt brauche ich die noch ex nicht extra aufführen. Auch nochmal zu SVG, wie sieht das aus? Also das ist so ein XML, das man einbinden kann. Und hier hat man halt das Polygon, dann hier den Kreis und den Text. Jetzt, was gibt es noch an HTML-Techniken? Weiteren, also es gibt zum Beispiel die Geolocation-API. Da kann man für Ortsinformationen
bei mobilen Geräten zum Beispiel dann zu dem Punkt hinspringen, wo der User gerade ist, und dann kann er halt da editieren, ganz nett. Dann gibt es die File-API, die erlaubt erstmalig aus dem Browser raus einen Zugriff auf das lokale Dateisystem. Also da könnte man, das war dazu gedacht, dass man zum Beispiel, wenn man Fotos ablädt zum Server, dass man vorher mal ein Vorschaubild im Browser angezeigt bekommt, damit man nichts Falsches hochlädt. Und das könnte man jetzt nehmen, um jetzt Fotos oder lokale GPX-Dateien dann zu editieren, wie man das aus JSON gewohnt ist. Was würde sonst nicht gehen, weil normalerweise hat man ja keinen Zugriff vom Browser auf lokale Dateien. Dann gibt es die Webworkers, das sind, das ist halt, dass du da, um parallele Berechnungen im Browser zu machen, der ja sonst nur so einen Thread kennt. Web Storage ist sowas ähnliches wie Cookies, bloß halt ein bisschen sinnvoller, dass man halt richtig viele Daten speichern kann im Webbrowser, und beispielsweise Benutzereinstellungen, das wäre sonst ein bisschen knapp mit den Cookies und ein bisschen frickelig, aber so geht das eigentlich. Und die Websockets schließlich, also das ist die Frage, ob man das jetzt in dem Zusammenhang braucht. Also ich habe jetzt die Techniken genannt, die im Zusammenhang mit dem Web-Editor interessant sein könnten. Und das ist halt eine Verbindung zum Server, wo dann, wo es dann hin und her gehen kann in der Verbindung. Und das könnte man beispielsweise nutzen für Mapping-Partys, wo man dann sehr viel an einem Ort mappen, und dann wird das halt bei jedem gleichzeitig tauchen diese Änderungen auf. Das kennt man bei Textprogrammen, und das könnte man, wenn man das irgendwie forcieren möchte, eventuell auch aufs Mapping übertragen, dieses Prinzip. Nochmal kurz zu dem Hintergrund von meinem B-Boy-Projekt. Also das ist, nutzt das Google Web Toolkit, GWT genannt. Es gibt eine Reihe ähnlicher Frameworks, aber GWT zeichnet sich halt dadurch aus, dass es ein Java nach JavaScript-Compiler besitzt. Und das heißt, man kann also kompletten Code, den man für sein Projekt braucht, in Java schreiben. Und daraus folgt also, dass mir auch den JSON-Code, der eher in Java ist, nutzen kann. Und jetzt in dem aktuellen Projekt, wie ihr das gesehen habt, ist halt der größte Teil einfach JSON-Code und nur ein kleiner Teil halt selbstgeschriebene Sachen. Ne? Und wie ich mir das vorstellen würde, ist, also wie der Idealzustand ist, dass sich der User einmal halt diesen Editor holt vom Server. Das sind dann halt ein paar HTML-Dateien, JavaScript-Dateien, die lädt er sich halt runter, und danach soll es halt so sein, dass die Verbindung zum Server nicht mehr besteht und der User dann einfach innerhalb von seinem Browser dann halt das ausführt und die mit der OSM-Datenbank kommuniziert, also Sachen runterlädt, hochlädt, aber nicht so exzessiv über diesen ursprünglichen Server geht. Also das ist so die Idee. Die anderen Web-Frameworks sind halt mehr so darauf ausgelegt, dass es immer sehr viel hin und her geht. Und das klappt noch nicht so hundertprozentig. Also ich habe momentan, dass es noch halt über einen Proxy geht, über den Server, weil es halt diese Same-Origin-Policy gibt, dass man halt nur auf eine Domain immer zugreifen kann, über so Requests. Also deshalb ist es verboten, dass man auf die OSM-Datenbank zugreift, aus dem Browser. Aber es gibt halt Methoden, um dieses zu umgehen. Die sind momentan noch nicht eingerichtet, aber das ist prinzipiell möglich. Ich möchte dann zum Ende kommen. Und also was ich jetzt hier mit ausdrücken wollte, also diesen HTML5-Editor, der ist sozusagen in der Entwicklung, und das soll nicht wie andere Projekte jetzt nur eine Machbarkeitsstudie bleiben, sondern ich habe auch vor, das irgendwie zu einem Zustand zu führen, dass da auch, dass das auch nützlich ist. Die Techniken, die man dazu braucht, um so einen HTML5-Editor überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen, sind Canvas bzw. SVG, das sind also die die HTML5 Features, die hier interessant sind. Und wenn ihr halt Anregungen habt, wohin die Richtung gehen kann, oder Designvorschläge oder so, dann ist das gern gesehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Paul. Haben wir Fragen dazu?
Ja, ich habe eine Frage zum leidigen Internet Explorer. Wie viel Mehraufwand ist es denn, diese komische Vector-Engine zu unterstützen? Gibt es da irgendwelche Frameworks, die mir das kapseln, oder muss ich quasi zweimal co-produzieren? Also es gibt von Google das sogenannte Explorer Canvas. Das ist so eine Bibliothek, die angeblich das direkt unterstützt. Also dann kann man direkt Canvas nutzen. Wie gut das jetzt in der Praxis funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, aber im Prinzip geht es. Und wenn halt diese Explorer Canvas nicht funktionieren sollte, dann müsste man halt zwei Rendering Engines schreiben. Also es ist schon ein bisschen Aufwand, aber müsste gehen. Okay, danke. Eine weitere Frage noch. Ich habe eine Frage bezüglich der mobilen Anwendbarkeit, zum Beispiel auf Smartphones. Also viele Browser, zum Beispiel Windows Phone, unterstützt ja schon den Internet Explorer 10. Wie sieht das dort mit der SVG-Unterstützung aus? Ist das damit embedded oder? Ich nehme es mal an. Also ich habe das, bin mir nicht ganz sicher, ob auf allen mobilen Betriebssystemen und den mobilen Versionen der Browser auch SVG unterstützt ist. Aber ich nehme es mal an erstmal. Also. Mhm. Es ist unterstützt, ja. In Android die erste Version 4. Bitte? In Android die erste Version 4. Okay. Noch? Also, er hat gesagt, Android Version 4 ist unterstützt. Windows Phone ist unterstützt in der ersten. Okay. Mehr eine praktische Geschichte. Du hast ja gesagt, dass du das Ding jetzt bis zur Gebrauchsfähigkeit führen möchtest und auch Potlatch ein bisschen als Vorbild siehst. Potlatch nimmt ja für sich in Anspruch, für Anfänger speziell gemacht worden zu sein. Und da habe ich mich mit dem Hauptentwickler, mit dem Richard, schon ein paar Mal in den Haaren gelegen, dass er deswegen irgendwelche Sachen einfach ausblendet. Man kann zum Beispiel Wege aus einer Relation rauslöschen, ohne dass man irgendeine Warnung bekommt. Ich würde also da von Anfang an dahin investieren, dass man solchen Sachen dann auch gleich von vornherein irgendwie auch Beachtung schenkt, damit sowas nicht passieren kann. Also der Unterbau ist ja, wie gesagt, sehr JOSM-ähnlich. Und insofern würde sich das schon anbieten, da auch diese Prinzipien so ein bisschen zu übernehmen. Allerdings finde ich das schon wichtig, diese Anwenderfreundlichkeit und die Einfachheit. Eventuell könnte man sozusagen verschiedene Inkarnationen dieses Projekts zu haben, also dass man erstmal so eine Basisversion hat und dann klickt man irgendwo hin und dann bläht sich das mit Features auf. Ich weiß nicht, sowas vielleicht. Also könnte ich mir vorstellen.